Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dadurch gerettet werden. Und wer soll das bewerkstelligen? Du bist berufen, Menschen das Evangelium zu zeigen durch dein Leben. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ich bin heute total begeistert von meinem Thema. Und es heißt, lebe Gottes Liebe. Und das ist doch die Essenz von einem jeden Christen. Ja, lebe Gottes Liebe. Und da steckt so viel drin. Das ist wirklich ein wunderbares Thema. Und das möchte ich euch heute ein bisschen nahe bringen. Wir können von Jesus lernen, wie er es gemacht hat. Und da finden wir sehr viele Beispiele in der Bibel. Und das ist mir so aufgegangen in diesen letzten Tagen auch, wo ich mich vorbereitet habe, was er uns eigentlich für eine Vorgabe gegeben hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er gelebt hat, wo wir uns ein Beispiel davon nehmen können. Und da möchte ich beginnen mit einem Bibelvers aus Jesaja 60, Vers 1 und 2. Den habe ich schon öfter zitiert. Und da heißt es, steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Das ist so eine Grundlage für unser Leben. Gott fordert uns auf, aufzustehen, weil Jesus gekommen ist. Jesus ist gekommen, dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Und weiter heißt es, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ist das nicht wahr? Dunkelheit ist in dieser Welt. Wir sehen es doch jeden Tag. Finsternis bedeckt die Erde, aber über dir. Und das ist so begeisternd. Über dir strahlt seine Herrlichkeit auf. Weil du sein Kind bist, weil er gekommen ist und weil er in deinem Herzen wohnt. Und dieser Vers begeistert mich immer wieder. Und das ist so eine Grundlage in unserem Leben. Steh auf, werde Licht. Und viele Christen stimmen damit überein, doch sie wissen nicht, wie man das umsetzen soll. Steh auf, werde Licht. Und das setzt eine Aktion voraus. Es ist die Bereitschaft, es anzupacken, aufzustehen und dieses Licht auszustrahlen. Jesus ist nicht für den Sonntagsgottesdienst auf diese Erde gekommen, sondern für unseren Alltag. Genauso wie er damals mit den Menschen gelebt hat, will er es heute auch mit uns. Und wir vergessen oft, er wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Er will mit uns zusammen leben, damit wir mit ihm zusammen seinen Willen auf dieser Erde vollbringen können oder tun dürfen oder umsetzen. Und wie können wir das umsetzen, was Jesus uns vorgelebt hat? Die Menschen sollen das Evangelium sehen, wenn wir es leben. Du bist ein Zeugnis mit deinem Leben. Und da steht im 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will,
dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und auf den letzten Satz, da will ich hinaus. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dadurch gerettet werden. Und wer soll das bewerkstelligen? Du selbst. Dass Menschen die Wahrheit erkennen durch dein Leben. Du bist gefordert. Und diese Bibelstelle spricht zu uns allen. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dadurch gerettet werden. Und dazu will er dein Leben benutzen. Aber du musst es ihm zur Verfügung stellen. Ja, magst du jetzt vielleicht sagen, ich stehe ja nicht da vorne mit einem Mikrofon. Ich bin ja nicht ausgebildet. Ich kann das nicht. Dafür sind die Pastoren, die Lehrer, die Evangelisten und so weiter. In Epheser 4, Vers 11 lesen wir das so. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Für deinen Dienst? Das ist richtig, dass Gott diese Dienste gegeben hat, aber für was? Und hier lesen wir zur Ausrüstung der Heiligen. Also wenn wir hier vorne stehen, ist das für euren Dienst, für eure Ausrüstung, dass ihr mit eurem Leben Jesus bezeugen könnt im Alltag. Dafür sind diese Dienste da. Zur Ausrüstung der Heiligen, das Volk Gottes, das sind die Heiligen und da gehören wir doch alle dazu. Wir werden Heilige genannt, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Du musst dich ausrüsten lassen, damit die Menschen um dich herum zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wenn sie dein Leben sehen. 1. Korinther 7, Vers 17, da sagt Paulus, doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Und so verordne ich es in allen Gemeinden. Den Platz, den Gott dir zugeteilt hat, den nehme wahr und bleibe so in deiner Berufung. Du bist berufen, Menschen das Evangelium zu zeigen durch dein Leben. Das ist deine Berufung, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen. Und du bist ein Werkzeug dafür mit deinem Leben. Und das braucht meistens gar nicht viele Worte. Zeige es durch dein Verhalten. Vergib, wo es nötig ist. Habe Hoffnung in schwierigen Zeiten und lebe danach. Sei ein Friedensstifter. Das sehen die Menschen in deinem Leben. Jesus hat es uns vorgemacht. Er war bei den Menschen. Er hat sich nicht nur ab und zu sehen lassen bei den Menschen oder in den Synagogen, sondern er war bei ihnen. So wie auch du bei den Menschen bist, die um dich herum sind in deinem Alltag. Mittendrin, da wo Gott dich hingestellt hat, in deiner Familie, bei deinen Freunden, bei deinen Arbeitskollegen und jeder, der dir begegnet, auch wenn du einkaufen gehst oder was du auch immer tust, die Menschen, die dir begegnen. Jesus hat nicht gesagt, komm einmal in der Woche in die Synagoge und das war's dann. Seine Haupttätigkeit war im Alltag bei den Menschen. Er hat sie geliebt, geehrt und er hat ihnen vergeben. Was für Werte lebst du? Liebe, Freundlichkeit,
dienen, ehrlich sein, verlässlich, vergebungsbereit? Wie nimmst du persönlich Einfluss auf andere Menschen? Menschen, die nicht so laufen, wie du es gerne hättest. Menschen, die das Falsche tun und du siehst das. Aber wie nimmst du Einfluss auf ihr Leben? Wir bringen Menschen dazu, die Wahrheit Gottes zu erkennen, indem wir ihnen in Liebe und Freundlichkeit begegnen. Schaffe eine Kultur der Liebe und Freundlichkeit in deiner Umgebung, anstatt jedem zu sagen, was er falsch macht. Die Menschen kennen ihre Fehler und wissen, was sie falsch machen, und das braucht man ihnen nicht jeden Tag zu sagen. Und irgendwann hören sie dir dann nicht mehr zu. Wenn du dann kommst, dann heißt es: Oh, der schon wieder oder die schon wieder. Die Menschen sind Jesus nachgelaufen. Warum? Weil er ihnen gedient hat und sie respektvoll und mit Liebe behandelt hat. Außer die Pharisäer, denen hat er manchmal gehörig die Meinung gesagt. Die wussten alles besser. Sie kritisierten nur, was sie dachten, dass es falsch war. Sie hatten nur zu meckern und zu nörgeln. Sie handelten heuchlerisch und unehrlich. Sie redeten nur schlecht über Jesus. Das hat Jesus verurteilt. Und das verurteilt er auch bei uns. Schlecht reden hat mit Christsein nichts zu tun. Auch nicht Unehrlichkeit oder Heuchelei. Das heißt, wenn man jedem nur sagt, was derjenige hören will, so jedem nach den Ohren redet. Wenn wir Menschen begegnen und ihnen nur sagen, was sie falsch machen, das ist keine Liebe. Und es geht gar nicht darum, ob wir Recht haben oder nicht, wenn wir über Menschen schlecht reden. Wir sehen vieles, was nicht richtig ist. Aber wie gehen wir damit um? Jesus hat jedem vergeben. Und wie steht es mit uns? Was für einen Lebensstil haben wir, hast du? Paulus sagt im 2. Korinther 3, Vers 3, dass unser Leben ein leserlicher Brief Christi sein soll. Und was steht in diesem Brief? Was liest man in deinem Leben? Schlechte Laune, mürrisch, streitbar. Ein leserlicher Brief sind wir, wenn wir erkannt werden als Kinder Gottes. Das ist unsere Berufung. Liebe Gottes weitergeben heißt auch vergeben. Die Bibel weist uns vielfach darauf hin. Und auch im Vaterunser ist das enthalten, was Jesus selbst gesagt hat. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat niemand seine Schuld nachgetragen. Bist du nachtragend? Trägst du jemand die Schuld hinterher? Das, was der andere dir angetan hat. Wenn wir nicht vergeben, dann tun wir das, dem anderen die Schuld nachtragen. Und Jesus hat ein für alle Mal aufgeräumt mit Schuld nachtragen. Er hat dir und mir vergeben, und zwar alles. Er trägt uns nichts nach. Und das sollten wir auch tun, niemandem etwas nachtragen,
sondern vergeben. Alles, was wir jemals auf uns geladen haben und falsch gemacht haben, hat er uns vergeben. Unser Ego meint, wir sind im Recht, wenn wir dem anderen ihre Schuld nachtragen. Und das ist weit gefehlt. Wir schaden uns selber. Wir binden uns selber an diese negative Situation, bis wir nicht mehr schlafen können oder bis wir krank werden. Jesus sagt eindeutig, wer dem anderen seine Schuld nicht vergibt, dem wird seine Schuld auch nicht vergeben. Vergeben heißt Gottes Liebe weitergeben. Matthäus 6, Vers 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Ein sehr klares Wort. Das steht genau nach dem Vaterunser. Nach dieser Passage, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Worte Jesu. Die Menschen sollen das Evangelium sehen, wenn wir es leben. Steh auf, werde Licht und verändere dein Verhalten. Schaffe einen anderen Lebensstil für dein Leben. Statt Sorgen, Hoffnung und Dankbarkeit, statt Traurigkeit, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Statt Not, Besinnung auf das, was Jesus schon getan hat in deinem Leben. Und bestimmt hat er in jedem Leben schon sehr viel Gutes getan. Besinne dich darauf, wenn du Not hast. Und was er schon getan hat, das kann er wieder tun, auch in deinem Leben. Statt Ablehnung, Liebe und Verständnis. Statt böses Reden, Vergebung und Freundlichkeit. Setze Gottes Liebe in deinem Leben um. Und Menschen werden es sehen und erleben. Sei barmherzig. Barmherzigkeit verurteilt niemand. Sie hilft. Jesus hat jedem Barmherzigkeit gezeigt. Und mit Barmherzigkeit und Liebe erreichen wir die Welt. Jesus hat uns vorgemacht, wie man Menschen erreicht. Und da ist eine ganz besondere Geschichte, die wir kurz zusammen betrachten wollen, wo das sehr deutlich zum Ausdruck kommt, als Jesus mit der Samariterin am Brunnen sprach. Das ist eine außergewöhnliche Geschichte, aus der wir viel lernen können. Die Pharisäer hatten wieder einmal etwas auszusetzen an Jesus und so ging er wieder nach Galiläa. Und er musste durch Samaria wandern und da kam er an einem Brunnen vorbei. Und da war eine Frau und Jesus redete mit ihr. Und da beginnt schon das Außergewöhnliche, die Liebe und Barmherzigkeit von Jesus. Jesus durfte eigentlich gar nicht mit einer Frau sprechen. So waren die Regeln bzw. Traditionen damals. Und Jesus hat diese Frau geehrt, weil er mit ihr gesprochen hat. Er hat sie wertgeschätzt. Und da entwickelt sich nun ein Gespräch über das Wasser aus dem Brunnen und dem Unterschied zu lebendigem Wasser, das Jesus ist. Vers 15 bis 18. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann.
Hierin hast du wahr geredet. Jesus konfrontiert sie mit ihrer Schuld. Und so entwickelt sich dadurch weiter ein Gespräch über Anbetung. Wie erstaunlich! Keine Schuldzuweisung, keine Anklage, kein negatives Wort, sondern Barmherzigkeit. Jesu Liebe für die Menschen, mit denen er eigentlich nicht einmal sprechen durfte. Was hätten die Pharisäer gemacht? Man kann es sich vorstellen und ausmalen. Die Frau ist so überwältigt und perplex, dass sie alles stehen und liegen lässt und in die Stadt rennt. Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Vers 39 bis 42. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Jesu Barmherzigkeit hatte ihm die Türe geöffnet, dass sie ihm zuhörten. Diese Frau hat die Liebe und Barmherzigkeit im Leben von Jesus gesehen und erlebt. Und die Auswirkung war, dass fast die ganze Stadt zu Jesus kam. Diese Geschichte ist ein Schlüssel, wie wir Menschen erreichen. Jesus hat es uns vorgemacht. Und man kann das zusammenfassen: Lieben, Ehren, Vergeben. Und ich habe eine interessante Bibelstelle gefunden zu diesem Thema. Im Jesaja 58, Vers 9 und 10. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen: Hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch, das Finger ausstrecken und böses Reden, und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Das gleiche Prinzip, Liebe und Barmherzigkeit. Keine Schuldzuweisung, kein Finger ausstrecken, kein böses Reden. Und es geht noch einen Schritt weiter. Die Konsequenz wird sein: Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen: Hier bin ich. Er ist die Liebe selber, er ist das Licht, er ist die Wahrheit. Und wenn wir das praktizieren, dann sind wir an seinem Herzen. Er ist da, er ist mit uns. Und noch ein Versprechen ist da enthalten: Dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Dein Licht wird aufgehen. Und wir haben begonnen mit: Steh auf, werde Licht. Und hier schließt sich der Kreis. Seht ihr das? Zuerst musst du aufstehen und Liebe und Barmherzigkeit praktizieren. Und dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und deine Dunkelheit wird hell. Amen. Jeder wird das Licht in deinem Leben sehen. Sei bereit, es anzupacken. Lebe Gottes Liebe und Barmherzigkeit in deinem Leben, in deinem Umfeld, so wie Jesus es uns vorgemacht hat.
Und ich glaube, das ist ein großer Schlüssel für uns und für unser Leben. Und auch so, wie wir Menschen in der Welt erreichen, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, so wie wir es gelesen haben, und dass alle Menschen errettet werden. Aber dafür sind wir gefordert. Nicht nur die hier vorne stehen, sondern jeder Einzelne in seinem Leben. Lebe Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit. Und so erreichen wir die Welt, so erreichen wir Menschen. Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause, natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.